Freunde, im heutigen Video machen wir einfach mal eine XXL Freizeitparkbau-Challenge. Wir werden unseren eigenen Freizeitpark bauen mit coolen Achterbahnen, Wasserrutschen und Motorradstrecken. Und wer am Ende den besseren Freizeitpark baut, gewinnt das Ganze. Schreibt in die Kommentare, welchen Freizeitpark ihr cooler fandet und vergesst nicht zu liken. Und jetzt viel Spaß! Ihr seht, ich habe hier meine blaue Seite mit meinem eigenen blauen Boot. Und da drüben ist Braxys Seite. Der hat auch ein Boot, aber seins ist gelb. Aber Leute, also ich weiß nicht, aber ich finde blau viel besser. Aber sagt das Braxy nicht. Also Leute, schreibt ihr mal unbedingt in die Kommentare, was findet ihr cooler, gelb oder blau? Braxy, du bist gerade auf der falschen Seite. Geh schnell auf deine Seite. Du musst zu gelb gehen. Blau ist voll blöd. Nein, blau ist viel besser. Ich würde sagen, Leute, wir kriegen jetzt 15 Minuten Zeit, um hier eine richtig große Rutsche zu bauen und einen kompletten Wasserpark. Braxy, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bauen jetzt, okay? Danke, tschüss. Du wirst verlieren. Braxy, wie ich sehe, bist du auch fertig mit deiner komischen Wasserrutsche-Dingens da. Also, ich bin ja jetzt auch fertig mit meiner Seite. Aber ich glaube, ich möchte bei dir anfangen, Braxy. Okay. Ich habe nur geguckt, ob alles passt. Und alles sollte passen. Das ist die coolste Wasserrutsche, die du je gesehen hast. Mit einem freien Fall von 100 Meter. Ja, okay, Braxy. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt in den Game Mode 0 und dann teste ich deine Wasserrutsche mal. Okay, ich mache hier hinten Wasser für dich. Soll ich mit aufsteigen? Ja, kannst du machen, aber ich krieg das schon alleine hin. Okay, dann steig schon mal ein und mach den Motor an. Ja, ich will dein dickes Motorboard nicht. Ich will mein eigenes Boot benutzen, Braxy. Weil dein Boot ist bestimmt manipuliert. Das ist viel besser so. Oh Gott. Los geht's! Sicher, dass ich das jetzt machen soll, Braxy? Ich getraue mich irgendwie nicht. Doch, trau dich. Das ist nur ein freier Fall. Ist nichts Schlimmes. Ich hab schon getestet. Oh Mann. Leute, wir fahren jetzt die allererste Wasserrutsche meines Lebens. Seid ihr bereit? Wenn ja, lasst jetzt ein Like da. Okay, es geht los. 3, 2, 1 und... Oh Gott, Braxy. Oh! Halt dich fest! Oh, hier geht's ja sogar zur Seite. Oh! Oh Gott, was hast du denn da gebaut, Braxy? Juhu, und jetzt, pass auf! Und festhalten! Los! Aua, mein Bauch, das hat wehgetan, Braxy. Ach, das ist doch cool, bisschen Adrenalin. Geht's dir gut da hinten? Mir geht's super, los! Okay, es geht weiter. Und... Komm hoch! Hier hast du es kaputt gemacht, du Doofkopf. Nein, das geht doch gar nicht. Man kann doch mit dem Boot nicht Wasser hochfahren, Braxy. Das funktioniert doch gar aber nicht. Ich dachte, das funktioniert. Dann mach ab hier. Gib mir ein neues Boot. Ey, guck mal. Leute, was ein Dussel, Braxy. Dachte, man kann einfach hochfahren. Der wird gleich sehen, wenn er meine Wasserrutsche sieht, dass ich meine viel besser gebaut habe. Dann komm ab hier. Ich komm doch schon, Braxy. Du bist ja ein richtiger Dussel. Das Boot haut einfach ab. Das hat Angst vor dir. Hier. Steig auf. Okay, Leute, es geht jetzt ab hier weiter. Und am Ende gibt's eine Kiste für dich, mit einer kleinen Überraschung sogar. Ui! Du Doofmann! Oh Mann, was ein Blödmann. Der hat mich veräppelt. Ja, aber wir haben sowieso viel mehr Fallen, Leute. Ich muss jetzt schnell wieder zu Braxy rennen. Wo ist der eigentlich? Der ist ja unten, der Blödmann. Na warte, ich werde jetzt hier runterspringen. Oh, das hat wehgetan. Komm, du musst unbedingt in die Kiste reinschauen. Das ist eine Überraschung für dich. Oh, du Blödmann, was hast du da reingemacht? Braxy, ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen soll. Am Ende hast du irgendwas Böses reingeschrieben. Nein, du bist doch mein bester Freund. Ich würde sowas niemals reinschreiben. Das ist was Nettes. Oh, ich weiß nicht. Soll ich da wirklich reingucken, Leute? Ich guck da jetzt rein in 3, 2, 1 und... Braxy! Oh Mann! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh Mann, Leute. Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich zeig euch das nicht. Ich kann das nicht zeigen. Aber ihr dürft in den Kommentaren raten, was Braxy reingeschrieben hat. Und der es richtig errät, der... Wir bekommen ein Herz von mir auf seinen Kommentar. Aber jetzt erstmal schnell zu meiner Seite, denn Braxy wird bestimmt gar nicht an, was da abgeht. Oh Mann, das wird so cool, Leute. So, Braxy, du bist jetzt hier auf meiner Seite. Ja. Bist du schon bereit für die aber Braxy, dafür brauchst du natürlich erstmal ein Boot hier. Aber bevor du losfährst, frage ich dich, bist du in einem guten Zustand? Fühlst du dich wirklich wohl, um dir diese krasse Wasserparkrutsche zugute zu führen? Ja!
Ich kann's kaum erwarten. Let's go. Ah, okay, Leute. Wie ich sehe, hat Rexy Lust, loszufahren. Aber bevor er losfährt, müssen wir erstmal schnell unsere Kolbe aktivieren. Oh mein Gott, das wird so lustig. Ah, okay, Rexy. Bist du bereit? Ja. So, dann würde ich sagen, Rexy, mögen die Spiele beginnen. Du darfst losfahren. Oh Mann, das wird so cool, Leute. Oho, oho, vorsichtig. Wuhu. Und, Rexy. Aua. Ich komme hier nicht durch, Hilfe. Oh mein Gott. Ich drehe mich im Kreis. Es funktioniert, Leute. Rexy, wird dir schon schwindelig? Ein bisschen. Oh, ich will hier nicht runter. Okay, Rexy, mal schauen, ob du meine Gewehr... Oh, Leute, es hat funktioniert. Rexy wurde direkt umgebracht von meinen Gewehren. Richtig cool. Oh mein Gott, was war das denn? Rexy, wo bist du? Na warte, wenn ich hochkomme. Rexy, da bist du ja. Sag mal, was ist denn da los gewesen? Das waren Gewehre, du Doofkopf. Ups, dafür kann ich ja nichts. Weil ich so nett bin, gebe ich dir eine Diamantenrüstung, damit du eine bessere Chance hast, okay? Besser ist für dich. Los, gib mir ein Boot. Ja. So, nächster Versuch, Rexy. Ey, das gibt's doch nicht. Aha. Er ist wieder gestorben. Ich glaube, wir haben unsere Rutsche einfach zu gut gebaut, Leute. So, Rexy, ich habe jetzt für dich extra die Gewehre weggemacht, weil du ja ein Dussel bist und sonst gar keine Chance hast. Aber jetzt, mein Freund, stehst du vor der Wahl. Denn du hast hier einmal Lava und das Wasser. Welchen Weg wählst du denn, Rexy? Hä, ist doch klar. Natürlich nehme ich das Wasser. Denkst du, ich bin doof? Tschüss. Okay, ja dann, Rexy, wünsche ich dir mal ganz viel Spaß mit dem Wasser. Was ist das? Nein, hör doch auf, Lumi. Das ist Fake-Wasser. Ups, da ist Rexy wohl wieder. Oh. Naja, ihr wisst schon. Upsi, es hat perfekt funktioniert. Na, warte. Nein, bitte nicht, Rexy. Nicht schon wieder eine Granate. Oh, ich dachte schon. Pack das weg, Rexy. Du machst hier kein Er... Das war eine Warnung. Das war knapp, Mann. Pass ja auf. So, schau mal. Da ist dein nächstes Boot. Und ich würde sagen, ich überlasse den Rest einfach mal dir, was du machst, Rexy. Oh, das Wasser ist grün. Das gefällt mir nicht. Oh. Komm schon, ja! Du drehst dich vergiftet. Im Kreis. Oh nein, mir ist schwindelig. Lumi, was hast du gemacht? Der Strudel saugt dich ein, Rexy. Oh, es funktioniert, Leute. Rexy ist voll im Strudel drin. Oh, dein Kopf macht dir richtig Fox. Rexy, ist dir schon schwindelig? Mir ist schwindelig. Er wird runtergetrieben. So, Rexy, du bist unten angekommen. Tja, Lumi, wie geht's jetzt weiter für dich? Was hast du mit mir gemacht? Ich weiß nicht. Aber die Ventilatoren, es funktioniert. Oh nein. Oh mein Gott, was? Es hat funktioniert. Meine Witterskelette haben Rexy umgebracht, weil die Ventilatoren haben ihn ins Loch reingeschubst. Es lief alles nach Plan. Richtig gut, Leute. Boah, die Wasserrutsche ist der Hammer. Deswegen würde ich sagen, Rexy, komm, du kriegst noch eine letzte Chance. Jetzt streng dich aber wirklich mal an. Kann ich dir denn auch vertrauen? Kannst du, Rexy? Kannst du wirklich? So, Rexy, dreh dich um. Das jetzt. Sag ich dir ehrlich, ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich deine letzte Chance. Du musst dich nämlich jetzt entscheiden. Entscheiden? Ja, also ich überlasse dir mal den Sprung, Rexy. Oh, ich nehme die Diamanten, ist doch klar. Es hat funktioniert. Er ist explodiert. Oh Mann, war das richtig cool. Das hat richtig, richtig Bumm gemacht. Also, Rexy, das Schild mit du hast es geschafft, ist dann leider Geschichte. Denn du bist zu oft gestorben. Rexy, pack das. Nö. Du hast mich reingelegt. Leute, ich kann's nicht fassen, dass Rexy meinen kompletten Wasserpark kaputt macht. Er ist so gemein, er macht alles kaputt. Oh Mann, jetzt bin ich traurig. Mann, Leute, schreibt ihr jetzt... Schreibt ihr jetzt in die Kommentare, welchen Wasserpark ihr besser findet. Aber
Meiner war viel besser als Braxy seiner. Aber egal, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. So, Braxy, bist du bereit? Ich bin bereit. Gut, dann guck mal. Da ist meine Seite. Das ist die blaue Seite. Und da ist deine Seite. Die ist gelb. Schau mal. Ich habe sogar extra unsere Namen hier rangemacht. Einmal Lumi. Und yo, auf deiner Seite steht Braxy. Boah, wie cool ist das denn, Alter? Let's go. Okay, dann würde ich sagen, ich gehe auf meine Seite, du auf deine. Und jetzt kriegen wir 15 Minuten Zeit, unsere Achterbahn zu bauen. Let's go, Braxy. Let's go. Viel Spaß. Dir auch. So, Braxy, ich bin fertig. Okay, ich bin auch fertig. Du bist fertig? Warte, und ich bin fertig. Gut, dann würde ich sagen, Braxy, ich komme zuerst mal auf deine Seite. Okay, warte, mach die Augen zu, mach die Augen zu. Okay, ich mach die Augen zu, ich drehe mich um. Noch so. Nicht umdrehen, noch nicht okay, umdrehen. Okay. Weil ich muss hier kurz was vorbereiten. Ich bin so aufgeregt, bin echt gespannt, was du gebaut hast. Komm schon, ich will mich umdrehen, Braxy. Okay, die Achterbahn heißt endlich. Los, Achterbahn, okay? Okay, darf ich gucken? 3, 2, 1, guck! Oh, Braxy! Wow! Die geht doch in die Erde rein und Die geht in die Erde rein, also okay. Das ist auf jeden Fall eine Höhlenachterbahn. Und wo ist denn der Anfang? Der Anfang ist hier drüben und die Achterbahn heißt Endlos-Achterbahn. Dann gib mir mal eine Lore. Ich mach einmal ganz kurz hier meinen Spawn-Point hin. Geh natürlich in den Game-Mode 0. Und können dann wir zusammen in eine Lore? Oh, ja, von mir aus. Ich fahr schon los, Braxy! Nee. Fahr los! Okay, viel Spaß. Ich bin gespannt. Wow, wo geht's denn hier lang, Braxy? Wow! Boah, ja. Was? Wie cool ist denn deine Achterbahn, bitte schön, Braxy? Boah, durch. Hä? Miu, und weiter geht's! Gleich noch eine Runde! Guckt euch das an, Leute! Miu, und wieder nach unten! Wow, durch die Lava durch! Und okay, Braxy, ich bin ausgestiegen! Ey, nein! Nein! Okay, pass auf! Ich sagte, guck mal, weil ich wollte hier, pass auf, guck mal jetzt für die Spannung, für die Zuschauer jetzt. Ja, okay. So, pass auf, ich habe hier Zombies gespawnt, da, fürs Erschrecken. Hier sollten auch ein paar Zombies sein. Aber, weißt du, damit du hier erschreckt wirst, so. Die Achterbahn heißt Endlos-Achterbahn. Du siehst, es gab ein bisschen Komplikationen. Ja. Guck mal, deine Lore ist immer noch unterwegs. Ich habe mit TNT gearbeitet, aber das waren keine so guten Ideen tatsächlich. Ich habe schon gemerkt, hier ist ja alles kaputt. Also Braxy, deine Achterbahn ist im Großen und Ganzen echt nicht so schlecht, muss ich dir sagen. Also, ja, optisch ist okay, aber bist du denn überhaupt bereit für meine Achterbahn, Braxy? Juhu, guck mal, die fahren immer noch, siehst du? Deswegen ist das die Endlos-Achterbahn. Die hören einfach nicht auf, guck. Ja, komm Braxy, lass uns mal auf meine Seite gehen, okay? Okay, komm. Okay, Braxy, bei mir darfst du nicht gucken, deswegen tippe ich dich einmal zu mir, okay? Okay, let's go. So, einmal da. Mach einmal /Spawnpoint, damit du deinen Spawnpoint hier setzt, weil es wird gleich richtig Action für dich geben, Braxy. Ich bin mega aufgeregt. Ich sag dir ehrlich, weil ich weiß, du bist ein Künstler. Du bist Hast du denn deinen Spawnpoint gemacht, Braxy? Ja, hier. Dann gib dir bitte einmal Game Mode 0. Okay. Oh mein Gott, guck dir das an. Alter, du hast echt einen ganzen Raum voller Lava gemacht. Okay, ich bin so aufgeregt. Let's go. 3, 2, 1, go. Nein! Das war die erste Falle, Braxy. Oh nein, Junge. Also Braxy, das war die Falle. Du hast gesehen, es ist einfach explodiert. Das war mega. Also es hätte eigentlich so passieren müssen, dass du die Lore abbaust und die hier draufsetzt auf die. Weil das war nämlich eine Fake-Schiene, die einfach explodiert ist. Und ich Trottel dachte, ich kann da rauf. Viel Spaß, Braxy. Und let's go. Los geht's. Hey. Wieso bin ich denn jetzt hier? Nein, nicht schon wieder. Leute, es hat perfekt funktioniert. Meine Ventilatoren haben ihn aus der Lore rausgemacht. Guck mal, Braxy, weißt du, warum du gestorben bist? Warum? Schau mal, da unten sind Ventilatoren. Ich mach mal das Redstone hier weg. Dann sollte das Ganze jetzt funktionieren. Aber das war auch ein kleiner Prank. Ey, das ist voll unfair, Alter. Du wurdest einfach weggepustet. Nochmal eine Chance. Ich hab dir noch eine Lore oben hingeworfen. Gib her. Und dann jetzt viel Spaß bei der Fahrt. Aber ey, jetzt ohne Pranks. Ohne Prank, Braxy. Los geht's. So, und? Oh mein Gott. Mit Sprung sogar. Hast du das gesehen?
10. Yo. War das cool, dieser Sprung hier? Das war mega. Wähle den richtigen Weg. Ja, du musst den richtigen Weg wählen, Braxy. Okay. Und? Es war der falsche. Nein. Junge. Ey. Das war's dann wohl, Braxy. Ey, du hast lauter Fallen platziert. Ich weiß. Ich will nur Achterbahn fahren. Das ganz rechts. Nimmst das ganz rechts? Okay, mal schauen. Und los geht's. Ob das richtig war, es war richtig, Braxy. Und du bist an der nächsten Stufe angekommen. Ja, dann würde ich sagen, mach, was du willst. Entscheid du, was du machen willst. Ich guck mich erstmal um. Du guckst dich erstmal um, ja? Oh, Leute, guckt euch das an. Ja, Braxy. Nicht, dass hier unten TNT ist. Nein, Braxy, komm stark einfach ein und hab ein bisschen Spaß, Mann. Let's go. Wow, es geht los, Braxy. Und jung, nach unten und nach oben und nach unten und nach oben. Und, wow. Ey, nein. Oh, ich habe überlebt. Du bist genau da gelandet. Ja, ja. Guck mal, entscheid dich mal. Willst du lieber in die Lava oder das Wasser, Braxy? In das Wasser. Okay. Ja, okay, das gibt's doch nicht. Ich hab eigentlich, du landest im Wasser, hast ein bisschen Glück gehabt, aber du bist trotzdem reingegangen. Hab ich nämlich ein bisschen Hops genommen. Das ist nämlich Fake-Wasser. Das ist nämlich eigentlich Lava. Und die Lava ist Wasser. Hä, wirklich? Warte mal. Ja, schau. Ja, du hast recht. Okay, ja, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Schau mal, da ist eine Tür, Braxy. Was steht da? Was ist 8 plus 4 minus 36 durch 2? Okay, das ist einfach Punkt vor Strich. Ja. 36 durch 6 sind 6. Ja. 8 plus 4 sind 8, einem Sinn. 12. Ja. Passwort ist 1, 2, 6. Nein. Was Braxy, denn? Das Ergebnis. Du musst das Ergebnis eingeben. Was ist das Ergebnis okay. von der Rechenaufgabe? 12 plus 6 sind 18. Falsch. Was? Warum denn 12 plus? Braxy, lies die Aufgabe. 8 plus 4 minus 36 durch 6. 36 durch 6 sind 6. Ja. 8 plus 4 sind 12. 12. Und 12 minus und 6? Sind 12. Nein, 12 minus 6 sind noch nicht 12, Braxy. Ah, 2. Was, Braxy? 12 minus 6 sind 2. Nein, 6 ist die Hälfte von 12. Ach, 6. Ja. Oh, Mann. So, jetzt bist du hier, Braxy. Dann komm mal nach oben. Mal schauen, was dich erwartet. Oh, nein. Und ey, ich muss hier rein. Lass mich doch mal rein. Nein. Oh, die schießen ja direkt schon. Das war eigentlich nicht geplant. Warte, dann muss ich dir kurz ausnahmsweise helfen, Braxy. Warte, dann müssen wir das kurz improvisieren. Weil ich glaube, sonst geht das gar nicht, Leute. Jetzt spring ich hier rüber. So, und... Es hat funktioniert. Braxy. Was ist das denn? Probier's doch gern nochmal, Braxy. Ich weiß nicht, was das war. Also, es hat funktioniert, Leute. Junge. So, komm, spring direkt in die Lore rein. Du schaffst es, Braxy. Und rein. So. Und jetzt viel Spaß bei der Fahrt. Und tschüss. Oh nein. Ey, schnell. Fahr weiter, Braxy. Ja, es hat funktioniert, Leute. Die Automaten schießen alle auf Braxy. Ja, du musst dich halt beeilen. Stark. Das ist nicht so stark. Wenn die kaputt geschossen werden, rennst du schnell weiter, setzt die Lore wieder hin und fährst schnell weiter. Wo war das? Hier, ne? Guck mal, ich helfe dir sogar, ich mache sogar ein paar zu für dich, falls es zu schwer wird. Extra nur für dich, Braxy, damit du überhaupt eine Chance hast, okay? Ja, dann. Du musst dich schon nicht clever anstellen, so wird das nichts. Komm, ich setze dir nochmal eine Lore hier hin, Braxy. So, jetzt musst du es aber endlich hinbekommen. Komm schon, streng dich an. Und los geht's. Oh, jetzt schießen ja gar keine mehr. Das ist ein Glück. Okay, okay. Ja, okay. Ey, es hat aufgehört. Ja, okay, dann hast du das gerade so geschafft. Aber jetzt ist die Frage, wie geht's weiter, Braxy? Hier. Ja, dann. Irgendwie war... ja. Die Lore geht ohne mich. Tschüss. Beeil dich. Njung. Blub. Ey, ich dachte, hier ist das Ende, Mann. Oh, da bist du wohl wieder in die Lava reingefallen. Oh, es funktioniert alles nach Plan, Leute. Muss ich hier durch? Ja, schau mal. Oh, du bist clever, Braxy. Oh. Okay, schau in die Kiste rein und... Oh, ein Diamant. Du hast es geschafft, Braxy. Der ist für mich? Ja. Jo, das ist, ey, das war so cool. Sag mal, von 1 bis 10, wie cool war meine Achterbahn? Ey, das war so wie ein Adventure-Park, sag ich dir ehrlich. Das war echt jeder cool. Jeder Raum, also das war so wie Escape Room, kennst du das? Ja, klar. So, und das war irgendwie so wie jeder Achterbahnraum. Das war so Escape wie Achterbahn. Oha. Oha. Also ich fand 10 von 10, sag ich dir ehrlich. Ja, okay. Braxy, bist du da? Was geht? Jo, was geht ab, Lumi? Ich hoffe, dir geht's gut. Und schau mal unten, was wir da haben. Wir haben da so Sprungschanzen.
Pflanzen. Und ich habe hier so einen komischen Behälter. Lass mich den mal hinmachen. 3, 2, 1 und zack und... Oh! Wow! Wie cool ist das denn? Ach, schau mal. Das ist mein Motorrad. Ich glaube, ich kann damit auch fahren. Schau mal. Oh, Alter. Aber du hast auch eins. Komm, mach deins auch mal hin, Braxy. Und 3, 2, 1, Kinderüberraschung. Boah. Guck mal, deins ist gelb, Braxy. Ja, das passt jetzt zu meiner Farbe, guck. Perfekt. Dann würde ich sagen, Leute, möge der Bessere heute gewinnen. Wir dürfen heute alles bauen, Rampen, Fallen, alles mögliche, Sprungschanzen. Deswegen lasst unbedingt jetzt ein Like und ein Abo da und kommentiert, was ihr denkt, wer das Ganze gewinnt. Dann würde ich sagen, Braxy, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann würde ich sagen, gehst du auf deine Seite, ich auf meine. Und dann haben wir jetzt 15 Minuten Zeit, um mir eine richtig krasse Mega-Rampenrennstrecke zu bauen. Denn hier ist der Start, Leute. Und hier bauen wir jetzt eine richtig krasse Rampenrennstrecke. So, womit fangen wir am besten an? Ich glaube, mit einer richtig großen Rampe, Leute. Dafür nehme ich mir einmal kurz einen Quarzblock, denn ich mache eine richtig große Rampe. Ich würde sagen, wie breit? Wir machen die... Ja, doch, damit Braxy auch wirklich die Rampe trifft. Und dann machen wir die aber nicht so. Wir machen die richtig groß. Passt mal auf. Ich meine, guckt euch mal an, wie riesig die ist. Boah. So, ich habe jetzt getestet. Die erste Landeposition müsste hier sein. Deswegen würde ich sagen, Leute, machen wir jetzt hier mal so einen kleinen Graben hin. So, zack, bis darüber. Jetzt habe ich hier einmal schon so einen kleinen Graben gezogen. Und das Ganze machen wir jetzt noch bis darüber. Und jetzt gebe ich hier einfach Command ein und habe hier eine richtig große freie Fläche. Ihr seht, wie super einfach das geht. So, und jetzt machen wir hier einen richtig großen Lavagraben rein, Leute. Boah, Boots, schon habe ich alles aus Lava gemacht. Guckt euch das an, Leute. Boah, das wird ein richtig geiles Rampenbattle. Wie cool wäre es eigentlich, wenn Braxy hier durch so einen Feuerring durchspringen muss? Ich probiere das mal aus. So sieht das Ganze jetzt aus. So, ich habe gerade bemerkt, wir müssen das hier ein bisschen einkürzen, weil wir doch nicht so weit springen. Ich glaube, so ist schon besser. Und wenn wir jetzt durch den Ring hier durchspringen, müssten wir eigentlich genau hier landen. Und dann würde ich sagen, testen wir das Ganze. Let's go! Und oh, 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 oh. Oh, oh. Okay, Leute. Wir müssen das hier doch noch ein bisschen einschränken. So, jetzt aber. Aber passt mal auf. Das müsste jetzt genau passen, wenn ich hier durchspringe. Zack, dass ich hier, oh mein Gott, durchs Feuer fahre. Und dann geht das Motorrad nämlich dann kaputt normalerweise. Passt auf, das Brett nämlich gerade schon. Und ja, jetzt ist es kaputt gegangen. Das heißt, Braxy muss perfekt durch den Feuerring springen. Also, sobald er das Feuer berührt, geht sein Motorrad einfach kaputt, Leute. Das funktioniert also perfekt, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, unsere erste Sprungschanze funktioniert schon mal einwandfrei. So, wenn Braxy dann hier landet, würde ich sagen, markieren wir ihm das hier mal mit so einem, ja, weißen Feld. Und dann wird hier eine lustige Falle kommen. Und zwar muss er dann genau hier langfahren. Denn hier werde ich nämlich einfach, ja, eine Falle reinmachen. Das heißt, wir höhen hier einfach mal so ein kleines Loch rein. Zack, zack, zack. Nehmen uns dann einmal hier diese Spikes und machen hier einmal diese Spikes hin, Leute. Und dann machen wir hier einfach Fake-Gras drüber. Genau so. Das heißt, wenn er hier aufkommt, muss er hier rüberfahren und hier langfahren. Weil sobald er da landet, zeige ich euch das mal. Und er hier drüber fährt, dann zack, fährt er hier rein, Leute. Und damit Braxy auch wirklich da lang fährt, würde ich sagen, sperren wir das hier einfach mal ab mit Stacheldraht. Ich zeige euch das. Boah, Leute, das wird so eine geile Rennstrecke. Ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus, Leute. Ich würde sagen, wir testen das jetzt mal ganz kurz. Und los geht's, Leute. Wir fahren und zack, genau durch den Ring durch. Und jetzt hier durch. Und dann fällt er hier rein. Er muss nämlich hier lang fahren, Leute. Erst da kommt er weiter. Ihr seht, die Falle hat perfekt funktioniert. Sein Motorrad ist auch direkt kaputt gegangen, ne? So, muss er dann irgendwie hier durchkommen. Und ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Und damit er hier auch nicht schummelt und am Rand vorbeifährt, würde ich sagen, machen wir hier einfach mal ein paar Elektrozäune hin. Was haltet ihr davon? Wenn er da dagegen fährt, bekommt er einfach richtig viele Elektroschläge. So, jetzt würde ich sagen, Leute, machen wir hier einen kleinen Tunnel rein. Ich zeige euch das mal. Ja, den machen wir noch ein bisschen weiter hinten, ungefähr hier. Denn, Leute, man kann ja die Rampen auch andersrum hinmachen. So ein Ding ist das. Boah, guckt euch das an. Dann muss Braxy nämlich hier rein fahren, denn hier werden wir jetzt einen richtig coolen Tunnel hinmachen. Und da muss Braxy nämlich hier unten lang fahren. So, genau. Man geht nämlich einen Weg hier unten lang. Ja, und hier hinten geht es dann wieder hoch, Leute. So, genau. Da kommen Rampen hin. Und hier. So, aber dann müssen wir hier noch ein bisschen mehr aufmachen. Ich glaube, ungefähr so. Ja, das funktioniert. Und diesen Tunnel muss er dann durchfahren und hier drüber springen. Aber hier unten brauchen wir auch noch irgendwie eine Falle. Ich glaube, hier unten machen wir mal so ein paar Spikes hin, weil wenn ich da drüber laufe,
Passt mal auf. Zack, seht ihr schon, kommen die so hoch und zerstechen ihn einfach den Reifen und dann hat er einen Platten, Leute. Das ist cool. Ich würde sagen, wir testen das Ganze mal. Motorrad ist da. Einmal hier runter. Und zack, boah, das hat perfekt funktioniert. Habt ihr das gesehen, Leute? Boah, richtig cool. Das heißt, wenn er hier durchfährt und hier dagegen springt, wird er hier zurückgepustet und landet genau auf diesem Block. So, dann würde ich sagen, machen wir nämlich jetzt hier auch nochmal eine kleine Falle hin, dass wenn er dann hier hinfällt, er dann quasi hier, ja, in die Lava reinfällt. Denn ich werde jetzt einfach eiskalt unten Lava hinmachen, Leute. Das heißt, Braxy muss von hier, hier lang, hier eine Kurve machen. Boah, das wird sehr, sehr schwer für ihn. Mal schauen, ob er das schafft. Und wenn Braxy dann hier drüber springt, fliegt er bis dahin. Das heißt, wir werden auch hier jetzt mal was richtig Cooles hinmachen. Wenn er hier reinfällt, fliegt er einfach aus der Map raus. Ihr seht das. Das heißt, er darf hier auf keinen Fall reinfliegen. Und jetzt guckt euch mal unsere Rennstrecke an, Leute. Was haben wir hier gebaut? Holy moly, das sieht doch schon mal richtig, richtig krass aus. Ich freue mich so, Braxy, das gleich zu zeigen. Okay, wir sind ja eigentlich schon fast am Ende. Ja, ich würde sagen, wir werden dann Braxy einfach hier nochmal so eine richtig schöne Treppe ganz weit hochbauen. So, ich zeige euch das mal. Und ja, der muss dann einmal da hochfahren und dann werde ich euch gleich zeigen, was wir machen. Ne? Wir werden aber jetzt erstmal hier zum Abschluss eine richtig große Sprungschanze bauen. So, die machen wir richtig weit hoch. Oh, Leute, das wird so cool. So, richtig schön hoch. Zack, zack, zack. Überall hin. So, jetzt müssen wir hier noch überall das hin machen. Genau so. Das sieht cool aus. Er muss also dann genau da hochfahren. Und wenn Braxy dann hier oben angekommen ist, wir machen mal noch ein bisschen höher. Wenn er hier oben angekommen ist, Leute, muss er dann, ich würde sagen, genau in dieses Loch hier reinspringen. Also er muss quasi hochspringen, vom Motorrad abspringen und quasi als Person, also ohne Motorrad, hier reinfliegen. Denn hier unten wird das Ziel sein. Da machen wir jetzt einfach mal, ja, Wasser rein und dann, ja, wird da unten das Ziel auf ihn warten. Das heißt, wir machen am besten hier noch ein Schild und da schreiben wir rein, du hast es geschafft. Genau so. Das ist meine Rennstrecke, Leute. Wir testen nochmal, ob alles funktioniert. Das heißt, einmal aufs Motorrad, einmal hier nach oben fahren, runterspringen und dann, ja, ungefähr so. Braxy muss es natürlich dann genau hier reinschaffen, damit er es schafft. Ja, und falls er ein bisschen dran vorbeispringt, würde ich sagen, warten hier ein paar Spikes auf ihn. Wäre doch eigentlich ganz lustig, oder? Wenn er dann so ein paar Spikes reinfliegt. Das heißt, hier überall noch so ein paar Spikes hin. So. Ja, ich denke, das sieht eigentlich ganz gemütlich aus. So. Ja, Leute, das soll es mit meiner Mega-Rampenbahn gewesen sein. Wir gehen jetzt auf Braxy Seite. Und ich bin echt gespannt, was er gebaut hat. Aber Leute, ich glaube, unsere Rennstrecke wird auf jeden Fall gewinnen. Boah, okay, ich sehe schon, du hast auch so einen Ring gebaut. Ganz viel Laser und... Okay, das sieht echt, echt gruselig aus, was du da gebaut hast. Ah, okay, Braxy. Und es gibt sogar coole Überraschungen, die du so noch nie gesehen hast. Ich hoffe, dass du ganz viel Spaß haben wirst, weil ich habe richtig coole Tunnelsysteme gemacht. So, Leute, ich bin jetzt im Game Mode 0. Braxy, ich warte auf mein Motorrad. Wann kommt mein Motorrad? So, okay, Braxy. Dann würde ich sagen, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann ich... Ja, du musst schon runtergehen. So, okay. Ja, ich muss da fahren. Oh, Entschuldigung, ich dachte, ich fahre für dich. Okay. So, ich würde sagen, ich setze mich drauf. Und dann beginnt die Party. Ich fahr einfach drauf los, Braxy. Und oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist geschafft. Okay, perfekt. Okay. Jetzt musst du dir eine Tür aussuchen. Eine Tür war... Du musst weise auswählen. Ja, genau. Okay. Ich nehm die. Ja, gut, alles klar. Ich wünsche dir viel Spaß. Aber Braxy, andere Sache. Ich kann hier doch durchgucken. Ich sehe doch, was da ist. Du dachtest, du kannst mich reinlegen. Ja. Nein. Ich fahre jetzt hier weiter und... Oh mein Gott. Oh, tschüss. Oh mein Gott. Wow. Und ich bin weiter. Und was hast du denn dahin gemacht? Ja, lol. Ich bin so über so Militärautos drüber gesprungen. Ja. Boah, das hat er echt... Das hast du richtig gut gemacht. Das hat er echt cool gemacht, Leute. Aber okay. Ich muss jetzt hier weiterfahren und was hast du denn da gemacht, Braxy? Was ist also, das? Ich wünsche dir viel Spaß beim Durchfahren. Okay, okay, ich fahre jetzt durch, Leute, und... Oh! Wow! Hast du keinen Schaden gekriegt? Nein, aber was soll das denn hier unten sein, Braxy? Du hättest hier reinfallen sollen, Mann! Du dachtest, das Glas bricht ein, oder was? Ich dachte, wenn du schnell bist, fällst du hier rein. Oh, was ein Dussel, Leute. Oh, Mann. Okay, ich muss jetzt hier weiterfahren. Das wird jetzt richtig cool. Okay. Was ist das denn? Ich fahre einfach durch. Los, oh mein Gott. Oh, Hilfe. Braxy.
Ja? Ich hab's nicht geschafft. Du brennst. Mein Motorrad brennt. Okay, du darfst dir dieses andere Motorrad hier nehmen. Okay, ich nehme das. Hier drüben. Okay, komm. Und jetzt musst du hier ein bisschen Parcours machen. Parcours? Aber ich kann doch auch einfach hier durchfahren, hä? Ey, das war doch gar nicht so geplant. Mann, Lumi. Braxy ist so ein Dussel. Aber okay, Braxy, weißt du, deine Rennstrecke war ganz okay. Braxy. Oha. Ha, das ist meine Seite. Ja. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Welches Motorrad darf ich nehmen? Links oder rechts? Links. Nimm links, Braxy. Okay, pass auf, ich schmeiß das mal kurz weg. So. Boah. Ja, Game Mode 0 nicht vergessen, Braxy. Ja. Okay, es geht los. Ja. Dann wow. Viel Spaß und die erste Rampe. Wow. Du hast verkackt. Nein, warum du blöd, Mann. Leute, Braxy ist so ein Dusse. Ihr seht, der hat den ersten Sprung direkt ja, daneben gehauen. Er hätte gerade abspringen müssen, er hätte es sogar geschafft. Ja, Brax, du bist halt ein richtiger Dummkopf, weißt du das? Ich bin bereit! Da würde ich sagen, komm, nächste Chance, Braxy. Fahr über die Rampe und. Oh mein Gott! Oh mein Gott, du hast es geschafft und du bist rein! Nein! Nein! Du Dussel! Oh Mann! Leute, es hat funktioniert. Und warum habe ich ein Motorrad oben drauf? Warte mal, das ist Braxy seins. Braxy sagt Tschüss zu deinem Motorrad. Zack! Leute, Braxy ist auf die nächste Falle wieder drauf reingefallen, du Dummkopf. Aber ich darf doch jetzt da drauf, oder, du Dussel? So, Braxy, komm. Da ist dein Motorrad und weiter geht's. Und du bist so ein Dummkopf. Du bist genau auf der falschen Seite. Hilfe, lass mich raus. Lass mich raus. Aua. Oha, guck mal, du baust einfach ab, du Schlawiner, weil du sonst gestorben wärst. Guck mal, ja, du cheatest nämlich. Du bist ein Cheater, Braxy. Hä, du hast gesagt, ich habe keine Fallen für dich platziert. Du darfst nichts abbauen, Braxy. Guck mal, so viele Motorräder, wie ich dir geben muss, Braxy, ich werde doch noch arm oder so. Hier. Oh, platzier die jetzt hier hin. Ist hier irgendwo noch eine Falle? Das ist dein Motorrad. Ja, ich würde sagen, Braxy, weiter geht's mit meiner Rampenstrecke. Ja? Viel Spaß. Aua. Du Vollidiot bist gegen den Elektrozaun gemacht. Nein. Eins kriegst du noch. Okay, jetzt passe ich auf. Ja, besser ist es für dich. So. So, ich soll hier rein. Ja. Aber die... Und was hast du vor? Glück gehabt. Nein. Lumi. Leute, Braxy ist gegen den Ventilator geflogen, wurde zurückgepustet und direkt rein in die Säure. Es hat perfekt funktioniert. Ich mach das nicht mehr mit, ich geh jetzt hier rum. Ey, hallo, zurück, der Herr. Was machst du da? Du bist gleich disqualifiziert, du darfst da nicht außen rum. Ich hab's geschafft. Naja, wenn du meinst, du wirst schon sehen, Braxy. Ha! Du kannst dich nicht mehr reinlegen, so. Ja, wenn du denkst, dann mal schauen, der nächste Sprung wartet auf dich und... Wow! Ja! Nein! Das war der falsche Weg! Aua! Leute, es funktioniert alles perfekt. Meine Fall funktioniert. Tja, Braxy, was ist wohl der richtige Weg? Ich glaube, das war der falsche. Da ist dein nächstes Motorrad, Braxy. Komm schon. Du kriegst doch eine Chance. Und? Was ist der richtige Weg? Ganz knapp. Ey, aua, nicht schon wieder. Oh, Lumi. Leute, die Rampen sind der absolute Wahnsinn. Ey, das ist mir ein bisschen zu doof. Ja, dann gib dir doch jetzt endlich mal Mühe. Komm schon. Und Sprung. Und welchen Weg? Du willst den richtigen Weg. Und weiter geht's. Okay, du bist angekommen. Schade, dass du da nicht drüber gefahren bist. Aber na gut. Tja, jetzt musst du dich für einen Weg entscheiden, Braxy. Okay. So. Und ich nehme das in der Mitte. In der Mitte? Das ist Fake-Wasser. Oh, Mann, Lumi. Das war der falsche Weg. Ups, tut mir leid. Oh, Leute, das läuft alles wie am Riemchen perfekt. Ja, komm, Braxy, dann würde ich sagen, das war anscheinend der falsche Weg. Welchen Weg wählst du jetzt? Okay, ich nehme das in der Mitte. In der Mitte warst du doch gerade schon. Es hat funktioniert. Aua, es brennt. Mein Motorrad brennt. Ja, das Braxy, das tut nicht weh. Das ist Fake-Lava, Braxy. Da passiert nichts. Ach so. Aber du hast ja recht. Glück gehabt, dass du den Sprung geschafft hast. Wärst du nämlich am anderen lang, wärst du vielleicht sogar hier reingefallen in den Sand. Willst du nicht mal durch den Sand fahren, Braxy? Er sieht doch schön gemütlich aus. Nee.
dann nicht. Ja, ich glaube, jetzt, Braxy, kommt ein sehr schwieriger Part auf dich. Du siehst ja Laser vor dir, richtig? Ja. Und du musst genau zwischen zwei Laser durchspringen, damit du es überlebst. Wenn du nicht zwischen den Laser durchspringst, sondern durch den Laser, stirbst du direkt. Oh, oh. Ich wünsche dir ganz viel Glück, Braxy. Oh, oh. Oh, oh. Ah. Mann, Lumi. Ja, das war wohl nix. Schade, ich will nicht Braxy. Mehr mit dir Auto fahren. Ah, Leute, meine Raffen sind echt cool. Okay, komm schon, Braxy. Aua. Hier ist dein neues Motorrad. Warte. Komm. Leute, lasst alle ein Like da, wenn ich Lumi verzeihen soll. Warum verzeihen? Ich habe doch nichts Verbotenes getan. Komm schon, Braxy. Okay. Reiß dich zusammen. Du musst zwischen zwei... Oh. Oh. Ich bin gefangen. Hilfe! Du bist zwar zwischen die Laser durch und hast es geschafft, aber du bist in die nächste Falle reingefallen, Braxy. Oh, Lumi! Lass mich raus! Bist du etwa eingesperrt, Braxy? Ey, lass mich hier raus! Ja, hier. Dann hängst du fest, dann komm raus, Braxy! Okay, komm. Okay. Ja, Braxy, jetzt wird's sehr schwer für dich. Ich würde sagen, ich lass dich einfach mal machen, ja? So, ich wünsche dir ganz viel Spaß, Braxy. Und, wird jetzt schaffen! Oh, 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 oh! Oh, Lumi! Oh, Mann! Ja, du musst genau da rein... da reinspringen, Braxy. Sonst wird das nichts. Und los geht's! Schon nächster Mal, Braxy! Was? Oh, ich hab's geschafft! Du hast es geschafft! Ich hab's wirklich geschafft, lol! Guck, was hier steht, Braxy. Ich hab's geschafft, juhu! Oh mein Gott, Leute! Er hat komm ich jetzt hier raus? Gar nicht, Braxy! Du bleibst jetzt für immer da drin! Tschüssi! Nein! Lumi! Wie geht's dir? Oh, mir geht's super! Und du weißt, heute müssen wir einfach mal einen Freizeitpark bauen! Das ist meine Lieblingsbeschäftigung, in den Freizeitpark zu gehen. Mhm. Oh ja, ich liebe es auch. Okay, na gut, wie du meinst, Jimmy. Ich würde sagen, ich gehe gleich auf meine Seite und du auf deine Seite. Und dann schauen wir mal, wer heute den cooleren Freizeitpark baut. Na, ich natürlich, du Dusse. Oh, das werden wir ja sehen. Wenn ihr auch gern auf einen Freizeitpark gehen würdet, lasst jetzt mal ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, geht's auch direkt los. Ich gehe auf meine Seite. Wir sehen uns in 15 Minuten wieder. Tschüss. Ich bin ja gespannt, ob dein Freizeitpark besser geworden ist als meiner. Okay, darf ich rüberkommen? Na, komm doch. Okay, 3, 2, 1 und ich komme rüber. Lass dein Like und Abo da. Wir schauen uns jetzt Jimmy seinen Freizeitpark an. Oh, yippie! Ist ja nicht mal annähernd so groß wie meiner. Jimmy, wie klein ist denn dein Freizeitpark, bitteschön? Also, guck mal, was ich gerade mache. Das macht so Spaß. Sei nicht so unfreundlich. Du musst mich schon durch deinen Freizeitpark durchführen. Komm mich abholen. Ich bin am Eingang, du Dummkopf. Oh, na schön. Ich komm raus hier. Willkommen beim Jimmy-Freizeitpark. Okay, Sie sind heute mein Führer durch Ihren Freizeitpark. Also, ich muss ehrlich sagen, er sieht schön symmetrisch und wirklich schön sauber aus. Also da gibt's schon mal einen Pluspunkt, Jimmy. Ja, und weißt du, was die Besonderheit von dem Freizeitpark ist? Was denn? Unsere Tropenfische mit einer richtig coolen Achterbahn darunter. Was, darunter geht's noch weiter? Das ist ja richtig cool. Also ich sehe, Jimmy, du hast dir auf jeden Fall auch Mühe gegeben. Deiner ist zwar nicht so groß wie meiner, aber ich muss mir das mal von oben angucken. Also auch mit so einem Aussichtsturm. So schlecht sieht er ehrlich nicht aus. Freunde, wie findet ihr Jimmy seinen Freizeitpark? Bewertet ihn mal von 1 bis 10 in den Kommentaren. Ha, Jimmy, darf ich denn mal mit deiner Achterbahn fahren? Nur wenn wir zusammen fahren. Okay, dann lass uns gemeinsam fahren. Okay, eine für dich und eine für mich. Und wo muss ich lang, in welche Richtung? Na komm, in die Richtung. Und noch ein Stück. Und jetzt geht's runter. Oh, es geht los. Ich war das erste Mal Jimmys Achterbahn. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's auf einmal nach oben. Wir waren gerade unten bei den Fischen. Und jetzt? Wie cool. Jetzt geht's hier nach oben. Das ist ja richtig lustig.
Oh. Ja, und jetzt geht's wieder runter. Und das Ganze von vorne. Wieder nach unten. Wow. Und jetzt geht's hier wieder lang und wieder nach oben. Und okay, okay, ich hab genug. Das reicht für heute. Jimmy? Wir müssen reden. Warum? Aber so cool ist das doch. Du meintest doch, dass das ist ein Freizeitpark. Ja, aber ich verstehe nicht. Also irgendwie, erstens das hier haben wir nicht mal benutzt. Das steht einfach nur hier rum. Und benutzt, das ist, wird es auch nicht. Es ist ja nicht mal angetrieben. Für die Zukunft, ja, ja. Dann, weiß ich nicht. Viel mehr hast du halt hier gar nicht. Was gibt's denn noch, Jimmy? Naja, Kassensystem und ein Eingang. Also das war der eigentliche Eingang. Mein Freizeitpark ist voll doof. Nein, das habe ich nicht gesagt. Lass uns doch erstmal meinen anschauen und dann kannst du immer noch bewerten, wie du deinen findest, okay? Aber jetzt musst du erstmal meinen Freizeitpark bewerten und ausprobieren. Die Leute sollen wenigstens ein Like da lassen für meinen Freizeitpark. Da hast du recht, Freunde. Wenn euch der Freizeitpark von Jimmy trotzdem gefallen hat, lasst mal ein Like da, damit er nicht so traurig ist. Okay, Jimmy, dann komm jetzt mal mit. Denn wir schauen uns jetzt den Freizeitpark von Lumi an und glauben mir, der ist echt gut geworden. Boah, hier ist ja überall Gras. Ja. Wie cool ist das denn? Das ist ein richtiger Freizeitpark. Hier ist der Eingang. Warte, bleib hier. Augenscan. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin heute Ihr Verkäufer. Möchten Sie ein Ticket für den Freizeitpark haben? Genau, und ich zahle damit. Oh, ein Beak, ich danke Ihnen. Ich würde sagen, der Eintritt ist Ihnen gewährt. Viel Spaß. Boah, sogar mit einem See. Wie cool ist das denn hier? Ja, warte, Jimmy. Hier, nicht so voreilig. Komm zurück. Also, wir müssen uns den ganzen Freizeitpark in Ruhe anschauen. Du siehst, ich habe echt an alles gedacht. Willst du nicht als erstes mal meine super-duper Achterbahn ausprobieren? Ja, okay. Yippie. Dann würde ich sagen, Jimmy, los geht's. Ganz viel Spaß. Danke dir. Und die geht ja richtig schnell. Mach langsam. Und Achtung, aufgepasst. Wow. Siehst du? Das war echt knapp, aber hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt wieder hoch. Mit einem Sprung. Und jetzt kommt noch mal einer ins Wasser. Und jetzt kannst du hier weiterfahren. Und jetzt geht's wieder weiter. Wow, wieder nach oben. Hey, das macht Spaß. Und wieder ein Sprung. Jimmy, was hast du denn jetzt gemacht? Du hast die Achterbahn zerstört. Nein, das war ich nicht. Ich kann das erklären, Lumi. Das war ich nicht. Du darfst doch nicht bremsen. Das ist gegen die Regeln. So gefährdest du nur alle anderen auf der Achterbahn. Ich hab nicht gebremst. Ehrlich nicht, Lumi. Schau, das ist ein Fehler. Ein mechanischer Fehler, genau. Versuch jetzt nicht, meine Achterbahn schlecht zu reden. Sie ist super. Das fällt einfach runter. Ja, du bist sie doch auch in die falsche Richtung gefahren, du Dummkopf. Hör auf, jetzt meine Achterbahn schlecht zu reden. Sie ist genauso gut, wie sie ist. Weil sie funktioniert. Ich habe sie ausgetestet. Das reicht für heute mit der Achterbahn. Jimmy, aber die ist gefährlich. Stopp. Reicht jetzt. Na schön. Und was hast du noch? Also, das war meine Achterbahn. Das war aber noch nicht alles. Ich habe nämlich noch ein richtig cooles Freibad. Komm mal zu mir. Hier kann man sich ans Wasser legen. Kann sich hier ausruhen. Und, Jimmy, nicht so voreilig. Das wollte ich dir jetzt erst zeigen. Das ist mein selbstgebauter Sprungturm. Und weißt du, was ich am liebsten mache? Geronimo! Boom! Es hat funktioniert. Richtig cool. Ja, das ist mein selbstgebauter Sprungturm mit 2 Etagen. 3 Meter und 5 Meter. Und von hier kann man dann ins Wasser reinspringen. Voll cool. Ja. Das war aber immer noch nicht alles. Hier hat man noch einen kleinen Campingplatz, wenn man abends ein bisschen campen möchte. Das ist auch richtig gemütlich hier am Feuer. Das war aber immer noch nicht alles. Jetzt kommt die Hauptattraktion. Die Hauptattraktion ist das Teil hier. Das ist aber noch aktuell außer Betrieb. Ich zeig dir trotzdem mal, wie das funktioniert. Guck, Jimmy,
Du musst hier hoch. Dann kannst du dich hier reinsetzen. Wo bist du denn überhaupt? Komm mal hoch hier. Ja, ich bin oben. So, normalerweise ist das unten. Dann setzt man sich da rein. Und dann fährt das ganz schnell von da unten nach hier oben. Und dann wieder ganz schnell von hier oben nach unten. Lumi? Bist du denn jetzt hin? Ich bin noch hier oben. Hallo, Hilfe! Ja, hör auf jetzt. Du kannst runterfliegen. Jetzt hast du es kaputt. Mann, du bist echt ein Tollpatsch. Also, das muss noch richtig funktionstüchtig gebaut werden. Aber ich dachte, ich baue es trotzdem schon mal hin, weil ich finde, es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ja, mag schon sein. Dein, Freizeitpark ist schon richtig cool, muss man warte sagen. Warte mal, das war's immer noch nicht, du Dummkopf. Jetzt kommt's nämlich zum Besten. Und zwar zur Hüpfburg, beziehungsweise zur Trampolinhalle. Die ist nämlich hier. Oh, wie cool ist das denn? Sogar in Jimmy-Farben. Ey, das ist richtig cool gemacht. Ja, hier gibt's auch noch Platz für mehr Kinder. Also ich muss sagen, ich finde das richtig cool, die Trampolinhalle. Oder was meinst du, Jimmy? Ja, aber es wäre schon cool, wenn hier auch andere Kinder spielen. Ja, wir können ja unsere Zuschauer einladen. Wenn ihr denn Lust hättet, auf unserem Freizeitpark zu spielen, lasst mal ein Like da. Also ich finde, der ist vor allem richtig cool geworden hier heute. Also mein Freizeitpark, der kann echt alles toppen. Jetzt kommt es zur Frage. Jimmy, wie bewertest du meinen Freizeitpark? 7 von 10. 7 von 10, ne? Wie viel gibst du denn deinem Freizeitpark? Auch 7 von 10. Unentschieden. Unentschieden? Weiß ich nicht. Was meint ihr? Findet ihr wirklich, dass beide gleich gut sind? Ich würde sagen, wenn ihr meinen besser findet, lasst ein Like da. Und wenn ihr Jimmy sein besser findet, lasst ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge Minecraft. Vergesst nicht, meinen kleinen Bruder abzuchecken. Lasst ein Like und Abo da und checkt die Videos hier neben meinem Kopf ab. Die sind auch echt cool. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.